So, noch einmal herzlich willkommen. Ich begrüße ganz herzlich auch unsere Kollegen vom Linz-Tourismus, die heute uns ein spannendes Thema mitgebracht haben und legen Sie einfach direkt los. Man hört Sie gerade nicht. Sorry, das ist das Mute-Thema hier mit den zwei Bild-Tasten. Vielen herzlichen Dank, schönen guten Vormittag. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir hier heute präsentieren können, was wir im Linz-Tourismus für die Busbranche sozusagen im Angebot haben und uns natürlich auch ein bisschen vorstellen können. Mein Name ist Stefan Zelenke, ich bin Leiter der Verkaufsförderung hier im Tourismusverband und bin verantwortlich auch für das Produktgestaltung und unter anderem auch für das ganze Gruppenthema. Das heißt, wir kümmern uns auch intensiv darum, Reiseveranstalter generell quasi so zu servicieren, dass sie quasi ein gutes Angebot haben, um Linz für ihre Gäste dann auch anbieten zu können. Und der Andreas Nutz stellt sich gerade selbst vor. Guten Morgen. Wer aufmerksam geschaut hat, also unsere zwei Bilder sind ein bisschen vertauscht. Also ich bin nicht Stefan Zelenker, sondern Andreas Nutt und der Stefan wird uns jetzt die meiste Zeit über Inhalte informieren. Am Ende werde ich dann nur ein paar Sachen über Digitalisierungs-Ist-Zustand und Pläne der Stadt Linz sagen, was man sonst so machen kann. Und ich bedanke mich gleich einmal für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre zahlreichen Anmeldungen. Und wünsche gute Unterhaltung und spannende Inhalte. Ja, dann übernehme und sage sozusagen mit den starte mit der Präsentation. Der Linz Tourismus hat als Claim Linz verändert. Das ist ein Claim, der seit 2009, seit der Kulturhauptstadt 2024 quasi verwendet wird und der sehr viel ausdrückt über das, was quasi Linz oder Linz-Tourismus im Prinzip verkörpert. Ich zeige Ihnen jetzt ein kleines Video, vielleicht zum Start. Ich hoffe, das funktioniert. Aha. Sollte starten. Okay. Ja, dann muss es ohne Video gehen. Da müssen wir weitermachen. Linz an der Donau ist, wie gesagt, ist die drittgrößte Stadt Österreichs. Wir liegen quasi im Spannungsfeld oder zwischen Salzburg und Wien, sind eine sogenannte Second City und haben ungefähr 210.000 Einwohner. Liegen direkt an der Donau. Die Betonung liegt direkt auf direkt, weil die Schiffsanleger 2, 3 Minuten vom Hauptplatz entfernt sozusagen erreichbar sind. Direkte Anbindung an die Autobahn A1, A7. Das heißt, wir sind verkehrstechnisch, gerade auch was mit die Busanreise anlangt, sehr, sehr, sehr gut erreichbar. Und für Reiseveranstalter, die auch auf die nachhaltige zweite Art der nachhaltigen Anreise, nämlich die Bahnanreise setzen, sind wir auch sehr gut gerüstet, weil wir sind quasi ein Zwischenbahnhof für die großen internationalen Züge, also die Railjets, die von Salzburg nach Wien fahren oder umgekehrt und weiter nach Frankfurt etc. Und der Hauptbahnhof, die ist direkt an die Straßenbahn, an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Da braucht man so quasi nur in den unter dem Bahn, also in den Untergrund gehen, das kleine U-Bahn und von dort kommt man mehr oder weniger mit 6 Stationen direkt auf den Hauptplatz. Also es ist eine herrliche Anbindung. Ich habe schon angesprochen, Linz war 2009 Kulturhauptstadt Europas. Linz ist eigentlich aus der Vergangenheit bekannt immer gewesen als Industriestadt. Linz ist die Hauptstadt von Oberösterreich, dem Industriebundesland Österreichs, wo hier eigentlich die größte Wirtschaftsleistung aller Bundesländer stattfindet. Und die Kulturhauptstadt Europas war ein Projekt, das quasi diese Transformation weg von der Industriestadt hin zu einer Kulturstadt geschafft hat und wo sehr viele Bauten, sehr viele Einrichtungen infrastruktureller Natur sozusagen geschaffen wurden, die das natürlich alles überdauert haben und die jetzt auch dann
bedingen, dass Linz einfach eine moderne, pulsierende Stadt geworden ist. Also Salzburg kann man sagen, es ist so die Mozartstadt, Barock. Wir haben auf der anderen Seite Wien als imperiales und monarchisches Zentrum. Natürlich in der Größe nicht vergleichbar mit Linz, aber wir sind sozusagen gerade durch diese moderne Ausrichtung, die uns die Kulturhauptstadt quasi 2009 verliehen hat, zu einer modernen, pulsierenden, digitalen und auf Innovation ausgerichteten Stadt geworden. Das hat sich auch 2014 dann im Titel UNESCO City of Media Arts niedergeschlagen. Wir sind neben Mannheim die einzige deutschsprachige Stadt, die diesen Titel trägt. Und ich komme jetzt auf die Top 10 Attraktionen in Linz zu sprechen. Das Erste, was wir dann sehen werden, ist quasi das Ars Electronica Center. Das ist sozusagen die Geburtsstelle oder Stätte, die diese ganze Digitalisierung und diese Modernisierung quasi ausgelöst hat. Wir als Tourismusverband, ganz kurz, wir sind irgendwie so positioniert in der Vielfalt zwischen Kultur, Natur und Industrie. Wir sind im Zuge der Tourismusstrategie, der neuen, die seit 5 Jahren jetzt läuft, mit einem jetzigen Relaunch, als alleinstehender Tourismusverband in Oberösterreich mit circa 1 Million Gästenächtigungen und 7.500 Gästebetten positioniert. Wir haben die Gemeinden Arnsfelden und also die Stadt Arnsfelden und die Gemeinde Kirchschlag im Norden und Süden von Linz als Teil unseres Tourismusverbandes mit drinnen. Es kann sein, dass wir in den nächsten ein, 2 Jahren auch noch weitere Randgemeinden oder Randstädte in dem Speckgürtel rund um Linz noch dazu bekommen, weil der Oberösterreich Tourismus gerade eine Neuausrichtung seiner Strategie macht, wo wir sozusagen wahrscheinlich 6 bis 9 Tourismusverbände nur noch in ganz Oberösterreich haben, was die Schlagkraft insgesamt erhöht. Ja, die Top 10, was kann man in Linz am besten erleben? Ich komme, wie gesagt, schon angesprochen auf das Ars Electronica. Das ist das Museum der Zukunft, das sich seit gut 25 Jahren damit beschäftigt, Zukunftstechnologien zu betonen, auch künstlerisch zu betonen. Es wird hier einmal im Jahr der Prix Ars Electronica ausgeschrieben, der dann beim Ars Electronica Festival im Herbst verliehen wird, wo also quasi aus der ganzen Welt Einreichungen stattfinden und hier sozusagen auch in dem Ars Electronica Center dann auch diese Gala-Veranstaltungen stattfinden. Und das Gute ist, diese Kunstwerke, die dann präsentiert werden oder eingereicht werden, kann man sich hier im Ars Electronica Center eben anschauen. Ein großes Highlight ist der Deep Space. Das ist ein multimedialer Raum mit 8K, also hochauflösend, der nicht nur für künstlerische Installationen verwendet wird, sondern auch der Industrie oder der Handelsbetriebe oder großen Betrieben, Unternehmen sozusagen zur Verfügung steht, wo es teilweise sogar Produkte entwickeln kann. Also da ist heute zum Beispiel Siemens oder Voestalpine arbeiten hier eng mit dem Ars Electronica, mit dem Future Lab zusammen. Besuch für Gruppen, wie gesagt, ein absolutes Muss, wenn man quasi einen Blick hineinwerfen will in die Zukunft der digitalen Welt. Dann haben wir als nächstes die Erlebniswelt am Pöstlingberg. Wenn Sie mit der Pöstlingbergbahn, die vom Hauptplatz wegfährt, quasi auf den Pöstlingberg hinauffahren, fahren Sie mit der steilsten Adhäsionsbahn sozusagen auf diesen Aussichtsberg. Oben ist eine Basilika, die man quasi besuchen kann. Es gibt auch für Familien eine Einrichtung, das ist die Grottenbahn, wo ein kleiner Zug quasi dreimal durch eine Märchenwelt fährt. Es gibt um Gastronomie, Kaffeehaus Jindrak lädt ein, dass man dort auch zum Beispiel die berühmte Linzer Torte verkosten kann. Das ist für Gruppen auch eine schöne Attraktion. Es gibt auch für Familien noch ein zweites Angebot, und zwar den Zoo Linz, der direkt unterhalb des Pöstlingbergs ist. Und von hier hat man auch einen wunderbaren Blick auf die Stadt, aber auch in das Umland rund um Linz.
Linz 09, Kulturhauptstadt, hat einige Projekte mit angeschoben, unter anderem auch das Musiktheater, ein Teil des Landestheaters Linz, oder des Landestheaters Linz, genau, eines der modernsten Opernhäuser, Vierspartenhaus Europas, wo quasi 1400 Besucher hier im großen Saal stattfinden und auch für Gruppen immer wieder auch mal Gott die Kulturreiseveranstalter sozusagen auch Interesse haben, hier sich Veranstaltungen anzuschauen, große Opern, große Musicals, Operetten, aber auch Ballettaufführungen. Dann haben wir das Lentos Kunstmuseum als Attraktion. Das ist ein Museum, das vormals eigentlich Museum der Stadt Linz geheißen hat und das dann so groß geworden ist, dass die Sammlung eigentlich einen neuen Platz gebraucht hat. Und da hat man direkt an die Donau gegenüber vom AAS Electronica Center auf der anderen Seite sozusagen dieses Museum errichtet, wo man jetzt Werke der klassischen Moderne zeigen können, von Gustav Klimt über Schiele, Kokoschka, Maria Lasnik, Wally Export sozusagen Werke gezeigt werden. Es gibt eine Dauerausstellung, eine permanente Ausstellung, die Sammlung, aber auch immer wieder dann Spezialausstellungen. Heuer im Bruckner Jahr, heuer haben wir 200 Jahre Bruckner Jubiläum, werden hier auch wieder im Herbst dann auch eine Ausstellung dazu gezeigt. Bietet auch die Möglichkeit einer Gastronomie. Das ist das Lentos Museum. Da hat man auch im Sommer einen herrlichen Mittagsstopp sozusagen auch für Gruppen, wo man sozusagen dann direkt an der Donau die Mittagspause machen kann. Ja, der Hauptplatz in Linz und die Linzer City sind zentraler Punkt. Wie gesagt, der Hauptplatz, ich habe es zuerst schon gesagt, ist ein paar Minuten nur vom Schiffsanleger, also von der Donau entfernt, ist einer der größten zusammenhängenden Plätze in Österreich mit mehr als 13.000 Quadratmetern, barockes Ensemble und verbindet eigentlich Donau und die Landstraße, die dann bis zum Hauptbahnhof führt und einige der Attraktionen. Wir sehen hier im Hintergrund hinter der Säule quasi den alten Dom. Und also das ist ein guter Ort, um anzukommen, auch für Busgruppen. Wenn Sie mit dem Bus kommen, können Sie hier direkt vor dem alten Rathaus, wo wir auch die Touristinformation als Anlaufstelle haben, stehen bleiben, die Gäste aussteigen lassen und von hier quasi auch sich zum Beispiel vom Stadtführer, vom Guide bei einer Stadtführung abholen lassen. Im alten Rathaus gibt es einen Fuß, also einen Plan, einen Plan von Linz, den man betreten kann, eine sehr große Ansicht, Satellitenfoto sozusagen, das hochauflösend hier projiziert ist oder aufkaschiert ist. Und da kann man schon mal den ersten Blick auf Linz werfen. Das ist ein guter Startpunkt für geführte Touren von Austria Guides in Linz. Und im Bild haben Sie es auch noch, die Linzer Torte lässt sich hier auch, da gibt es zahlreiche Kaffeehäuser hier auch sehr gut verkosten. Ich habe es schon angesprochen, auch die Industrie spielt in Linz immer schon eine Rolle. Die voestalpine Stahlwelt, also voestalpine hat sich quasi eine Initiative gesetzt, um das Thema Stahl sozusagen in Szene zu setzen und hat hier eine Erlebniswelt, voestalpine Stahlwelt geschaffen. Als Besucherzentrum respektive auch als Möglichkeit, den Gästen das Thema Stahlerzeugung näher zu bringen. Seit 1,5 Jahren auch das Thema Green Tech, also da, wo quasi auch die voestalpine, die ja als eines der saubersten stahlproduzierenden Unternehmen der Welt bekannt ist, wo man auch diese neuen Technologien quasi auch präsentiert. Und dieses Besucherzentrum, die voestalpine Stahlwelt, ist auch der Ausgangspunkt für Touren in die Stahlproduktion, also in den Industriebetrieb, in das Werk hinein, wo man bis zum Hofofen und dann auch mit Gruppen fahren kann. Also das ist auch ein sehr interessanter Besuchspunkt in Linz. Natürlich
Oder natürlich, es gibt in Linz auch ein Schloss. Dieses Schloss hat auch von 2009 von der Kulturhauptstadt profitiert, weil der Südflügel, der durch einen Brand beschädigt wurde, dann neu errichtet wurde, heute halt in neuem Design. Dort ist jetzt das Schlossmuseum untergebracht, ein Universalmuseum mit sehr, sehr, sehr vielen Sammelstücken. Und das Schlossmuseum ist auch direkt, blickt auch direkt runter in die Altstadt. Da gibt, man hat dort vom Schlossmuseum, also vom Schlossmuseum von der Außenseite, gibt es eine Plattform, wo man auch einen herrlichen Blick über die Stadt hat. Und Sie sehen sie auch wieder direkt an der Donau gelegen, auch die Schiffsanleger für die Schiffsreiseveranstalter, die hier sozusagen auch dann anlanden. Da kann ich noch eines dazu sagen. Wir haben bei den Schiffsanlegern ab Frühjahr die Neuerung, dass dort überall Landstrom installiert wird oder wurde und das jetzt dann den Schiffsanlegern oder den Schiffs zu den Reedereien und Reiseveranstaltern auch die Möglichkeit bietet, die Dieselmotoren abzustellen und hier nachhaltig sozusagen Landstrom zu tanken und hier auch Kosten zu sparen. Das ist ein zusätzlicher Wettbewerbsvorteil, gerade im Bereich der Kreuzfahrttouristik und auf der Donau, den wir jetzt haben. Wir haben zahlreiche Kirchen. Die bekannteste davon ist vielleicht der Mariendom, der Neue Dom. Der ist jetzt feiert heuer sein 100-jähriges Jubiläum. Ist einerseits die größte Kirche Österreichs, nicht ganz die höchste. Der Stephansdom durfte nicht von der Höhe überschritten werden. Aber man kann hier im Turm zum Beispiel auf 123 Meter Höhe über 633 Stufen hinaufgehen mit kleinen Gruppen. Sonst gibt es die Führungen im Dom, auch für Gruppen. Das ist ein sehr beliebter Programmpunkt. Und im Sommer, wir sehen es hier, die Kirche schaut natürlich nicht so bunt aus im Original, gibt es vor der Kirche, vor dem Dom am Domplatz die Aufführungen von Klassik am Dom, wo verschiedene Künstler oder Konzerte spielen und also namhafte Künstler, Elina Garancia und so weiter, also die dort sozusagen Aufführungen und das Beste von sich geben sozusagen. Was wir noch haben, die junge Ausrichtung. Es gibt eine sehr, sehr große Mural Harbor Outdoor Graffiti Galerie. Das sind über 300 großflächige Murals und Graffiti-Werke im Linzer Hafen versammelt. Ist eine Initiative der Linz AG, die Lagerhallen und diese Häuser sozusagen zur Verfügung gestellt hat. Und das kann man auch quasi als Gruppe dann mit Führung buchen, kann hier einen Mural Walk machen und es gibt auch das Angebot eines Graffiti Crash Kurses für die Gruppe. Das heißt, man kann das auch dann auch selbst ausprobieren, wie denn das funktioniert, mit einer Spraydose selbst Kunstwerke zu produzieren. Und die Donau ist schon mehrfach angesprochen worden. Hier das Bruckner Haus sehen Sie hier rechts, links liegt direkt im Donaupark, direkt an der Donau. Das heißt, wenn man hier quasi das Bruckner Haus, das heuer 50 Jahre Jubiläum feiert, das war das erste Konzerthaus eigentlich in dieser Größe in Oberösterreich, bietet also, wie der Name schon sagt, sehr viele Werke von Anton Bruckner heuer werden im Rahmen des Bruckner Festes alle Bruckner Symphonien aufgeführt. Aber es ist jährlich auch Treffpunkt der internationalen Kulturszene bzw. der Musikszene auch, weil wir immer wieder namhafte Dirigenten aus der ganzen Welt hier mit ihren Orchestern auch begrüßen können. Und ist auch im Sommer auch ein Platz, wo man auch dann mit den Gruppen oder mit den Gästen sozusagen auch hier auch direkt am Strom Zeit verbringen kann. Da gibt es so ein zwei Gastronomie-Möglichkeiten, wo man direkt dann quasi am Strom ist. Ja, ich habe es schon kurz angesprochen, ein paar Reiseanlässe vielleicht für dieses Jahr, was wir heuer haben. Das betrifft jetzt nicht nur Linz alleine, aber wir haben heuer das Jubiläum, den 200. Geburtstag von Anton Bruckner. Das sogenannte Superkulturjahr wieder, oder das Land Oberösterreich, das ausgerufen hat.
Und das ist in Kombination mit dem Titel der Europäischen Kulturhauptstadt 2024 bei Distel Salzkammergut. Bruckner, das sind in etwa 35 Gemeinden rund um Linz und mit Linz sozusagen, die eine Reihe an Veranstaltungen und Installationen, Kunstinstallationen und Initiativen bieten, die sich mit dem Thema mit Anton Bruckner auseinandersetzen, aber nicht nur in der Fortschreibung der Tradition, sondern schon sehr kontemporär, die versuchen auch Bruckner neu zu definieren. Die Europäische Kulturhauptstadt ist dezentral, das heißt, es ist Bad Ischl und es sind 22 weitere Gemeinden, die zu dem Thema ein Kulturhauptstadt zum Thema Salz, Kultur ist das neue Salz, eine Reihe an Veranstaltungen bieten. Da ist jetzt am Wochenende die Eröffnung und da geht jetzt dann das Programm richtig los. Das lässt sich auch herrlich kombinieren bei einer Gruppenreise zum Beispiel auch mit Linz. Ich habe es schon angesprochen, 50 Jahre Brucknerhaus und die 100 Jahre der Weihe des Mariendoms sind heuer noch Jubiläen. Aber wie gesagt, das betont ein bisschen die Kulturhäuser, die wir in Linz haben. Veranstaltungen, ich kann es nicht, also wir haben es, kann nicht alle nennen, aber die wichtigsten oder die bekanntesten vielleicht, es gibt zweimal im Jahr, gibt es Donau in Flammen, die finden heuer von 31.05. und 9.08. und am 9.08. statt. Das heißt, das sind an der Donau Feuerwerke zu sehen und man kann das sozusagen mit der Gruppe dann entweder am Schiff oder mit gecharterten Reisen sozusagen sich anschauen. Das Musiktheater bietet ab 7.9. einen Monat lang ein Sommermusical, das ist Robin Hood heuer. Ein ganz interessantes Eine ganz interessante Veranstaltung ist das internationale Pflasterspektakel, das heuer im Juli von 18. bis 20. stattfindet. Da kommen Kleinkünstler, also es ist ein Kleinkunstfestival, wo quasi 3 Tage lang die Innenstadt von diesen Straßenkünstlern bespielt wird. Man sieht hier rechts auch ein Foto. Das ist immer recht spektakulär und geht eben von Artisten über Komiker bis hin zu diesen Gauklern und zieht eben sehr, sehr viele Gäste quasi nicht nur aus Oberösterreich, sondern auch Österreich und international an. Angesprochen das Ars Electronica Festival, das ist jetzt nur, das ist vom 4. bis 8. September heuer und das bekannteste Festival wohl ist das internationale Bruckner Fest, das jährlich stattfindet, vom 4.9. bis immer vom 4.9. bis zum 11.10. vom Geburtstag bis zum Todestag von Anton Bruckner. Und wie gesagt, heuer unter dem Motto 200 Jahre Bruckner, zahlreiche namhafte Orchester, die Bruckners Symphonien in der Originalfassung spielen und hier ein buntes Programm quasi auch anbieten. Ein Teil des Brucknerfestes ist immer die Linzer Klangwolke. Die Linzer Klangwolke ist quasi findet an der Donaulände, auf der Donau und auf beiden Seiten des Flusses statt, zieht in etwa so 100.000 Besucher jedes Jahr an und ist eine große Installation, wo quasi Musik erklingt, die dann quasi von Lasershows und Artisten und einer wirklich guten und sehr, sehr beeindruckenden Choreografie dann begleitet wird. Ein Thema, das wir auch quasi natürlich auch bespielen, sind die Linzer Adventmärkte, Neujahrskonzerte und so weiter. Wir haben alles, was wir an Veranstaltungen haben, gibt es bei uns im Veranstaltungskalender auf der Webseite zu sehen. Also da kann man sich auch dann ein bisschen ausrechnen. Advent und Silvester, ich habe es gerade angesprochen. Wir bieten für die Adventmärkte, wir haben 5 Adventmärkte in Linz, unten sehen Sie den Hauptplatz. Für den Hauptplatz und für den Volksgarten bieten wir für Reiseveranstalter, die mit ihren Gruppen kommen, gratis Gutscheinhefte an, wo die Gäste Ermäßigungen bekommen, sich teilweise auch diese Tassen mitnehmen können, die Weihnachtstassen und hier dann animiert sind, sozusagen beide Märkte zu besuchen. Es gibt dann noch 3 weitere Märkte, einen im Klosterhof, das ist ein Stiegl, ein Restaurant, die in den Garten sozusagen bespielen mit einem großen Winterwagen,
Wintermarkt, dann gibt es den Weihnachtsmarkt am Pfarrplatz und einen vor dem Dom. Der da vor dem Dom, das ist so ein unter dem Siegel der Nachhaltigkeit sehr, sehr stimmungsvoller Weihnachtsmarkt. Und heuer, also letztes Jahr 2023, gab es auch die Möglichkeit, zwischen den Märkten mit unserem kleinen gelben Zug sozusagen in regelmäßigen Abständen zu fahren. Das heißt, wenn man eine Gruppe hat, die jetzt nicht so gut bei Fuß ist, kann man sich sozusagen zwischen den Märkten sozusagen hin und her fahren lassen. Die Adventschifffahrt ist auch ein großes Thema. Zahlreiche Reedereien machen das, aber auch Wurm und Noé, unsere Reederei aus Passau, die hier in Linz dann auch das Kristallschiff hat. Und zu gewissen Themen dann eben auch die Schifffahrten, die Fahrten macht. Und es gibt natürlich auch ein reiches Kulturprogramm, Silvester- und Neujahrskonzerte, vorher und nachher, natürlich auch Adventkonzerte, Chorkonzerte etc. Und ein Thema ist natürlich auch die Natur. Wir haben den Donauradweg, das ist entlang der Donau sozusagen eigentlich noch immer der meistbefahrene Radweg in Europa, der auch für uns eine große Rolle spielt. Wir haben Stadtwanderwege, ich habe schon erwähnt, den Botanischen Garten, den Linzer Zoo. Das heißt, Linz ist sehr grün, wir haben in etwa 50% Grünland. Würde man so nicht meinen, wenn man es meint, man kommt in eine Industriestadt, aber wir haben die Berge, wir haben den Böstlingberg, Pfennigberg und so weiter. Und man ist gleich, wenn man diese Berge besteigt, ist man eigentlich gleich aus Linz draußen. Ja, jetzt das eigentliche Thema. Wir haben in der Corona-Zeit haben wir beschlossen, unsere Kataloge, die wir quasi zu sagen wir 40.000 Gruppenkataloge und knapp 10.000 Schülerkataloge produziert haben, nicht mehr als Printversionen zu machen, sondern wir haben uns darauf geeinigt, dass wir quasi das Ganze digitalisieren. Wir haben auf der Webseite einen eigenen Gruppenbereich und haben hier, man sieht es hier unten dann auch schon, Gruppenreisen nach Linz online planen, eingebunden quasi eine digitale Gruppensuche. Die digitale Gruppensuche ist der Gruppenplaner, soll einerseits eine Planungshilfe sein, beziehungsweise und andererseits eine Inspirationsquelle für Gruppenangebote, was Sie mit Ihren Gruppen, mit Ihren Gästen quasi in Linz machen können. Wir haben das Glück, dass wir in Oberösterreich eine Tourismusdatenbank haben, die nennt sich Tourdata, wo alle Betriebe, alle Gastronomiebetriebe, Hotelbetriebe, alle Destinationen, Tourismusverbände, Museen etc. ihre Daten einpflegen. Und das ist kategorisiert und wird dann quasi in diversen, auf den Webseiten des Oberösterreich-Tourismus, aber auch bei den Verbänden sozusagen in diversen divers ausgespielt. Also einerseits Gastronomiesuche, andererseits Veranstaltungssuche. Das heißt, alle Veranstaltungen werden dort eingepflegt. Aber wir haben das quasi noch ein bisschen auf die Spitze getrieben und wir haben dann auch Pauschalen eingegeben. Und diese Pauschalen sind genau diese Angebote, die wir früher immer als Gruppenangebote in gedruckter Version zur Verfügung gestellt haben. Der Nachteil dieser gedruckten Version war ganz klar, dass wir quasi Ende Dezember gedruckte, wunderschöne Kataloge vorliegen hatten. Und im Jänner kamen schon die ersten Datenänderungen wieder. Und das war dann mittlerweile, also das war dann innerhalb kürzester Zeit wieder nicht mehr ganz aktuell. Das haben wir abgestellt. Und indem wir jetzt quasi auf Tourdata zugreifen, haben wir sozusagen eine Möglichkeit, alle diese Pauschalen online zur Verfügung zu stellen als Planungshilfe. Wir haben das versehen mit Suchfiltern nach Art der Gruppe, nach Interesse, Aktivität und Lage, sprich, ist es in Linz an Felsen, Ansfelden oder in Kirchstark. Wir haben das verknüpft auch mit einer Karte und mit einer Umkreissuche, wo man auch nach gastronomischen, nach Gastronomiebetrieben bzw. auch nach Hotels suchen kann. Das Ganze versehen mit einer Merkfunktion und dann mit einem Anfrageformular, wo dann quasi Ihre Wünsche, ihr Interesse sozusagen direkt an uns weitergegeben wird und an uns geschickt wird und wir das dann sozusagen für Sie als Anfrage dann auch bearbeiten können. Ich gehe jetzt vielleicht einmal ganz kurz, ich versuche das jetzt mal ganz kurz auf der Webseite zu zeigen. Und zwar, sehen Sie das jetzt? Ja. Nein?
Okay. Okay, dann sehe ich das jetzt nicht. Nein, das kriege ich jetzt nicht hin, tut mir leid. Ich wollte es Ihnen zeigen. Dann muss ich es nur ganz kurz nochmal erzählen. Wie gesagt, ich gehe nochmal zurück auf die Präsentation. Vielleicht nochmal zurück. Also wie gesagt, es gibt einen Suchfilter, den man sich einstellen kann, und mit dem Suchfilter kommt man dann, entweder wählt man eine Schulgruppe, wenn man für Schüler unterwegs ist, eine normale Gruppe, oder wenn man Incentive plant, quasi einen Firmentreffer, und dann kommt man sozusagen auf die schon vorausgewählten Angebote. Entschuldigung, Herr Zelenka, wollten Sie Ja. jetzt nur auf die Internetseite gehen bei sich, auf Linz Tourismus Ja, oder? genau, auf Gruppenplaner, das wollte ich machen. Schaffen Sie das? Ja, das Ja, beim, einen ja. Moment. Dann könnte ich es Ihnen zeigen. So. Auf die Seite, ja, ist richtig. Ich sehe jetzt gerade noch meine Präsentation. Achso, ja, im Moment müssen Sie Okay, diese einfach na, einmal genau, schließen. ja. Genau, und dann. Ja, und dann hier oben auf Gruppen wollten Auf Sie? Gruppen, genau, ja, wunderbar, genau. Wenn Sie da Ja, dann draufklicken, machen wir das einmal. bitte, wunderbar. Danke für die Assistenz. Und Ja, unten kein dann auf Problem. Gruppenreise nach Linz online planen, bitte klicken. Auf den Jetzt starten Button. Ach, jetzt buchen hier unten, ja? Ach so, da jetzt Nein, nicht starten. da, jetzt starten, bitte, ja. Ja. Genau. So, und jetzt haben Sie links quasi die Möglichkeit dieser Filterung. Sie können die Art der Gruppe wählen. Sie können das Interesse wählen. Vielleicht können wir mal einfach so Art der Gruppe anklicken und dann Gruppe auswählen oder Interesse, Museum. Genau, gehen wir mal auf Gruppe, Museum. Ja. Ja, wunderbar. Und dann bei der Aktivität Führung zum Beispiel einstellen. Das erste gleich. Und die Lage ist, das wäre Linz, aber das können wir so lassen. Und da haben Sie sozusagen dann schon die Auswahl, welche Angebote wir haben. Das sind in dem Fall sind es 19. Sie können jetzt sich im Detail anschauen, was dieses Angebot umfasst. Da sind dann auch Preise drinnen, Kontaktdaten etc. Zum Beispiel die Highlight-Führung im Deep Space. Rechts haben Sie quasi die Karte, da ist es gleich verortet auch. Und wenn Sie das interessiert, dann können Sie quasi, wenn Sie noch einmal raufgehen auf das Foto, zurück zur Suche bitte nochmal. Ach so, ja. Ja, genau. Oder geht hier auch dann einfach, es gibt im Foto gibt es einen Stern. Da kann man sich den Stern anklicken. Genau. Und das wird dann, Sie sehen es rechts, dann Anfragen merken, da haben Sie sozusagen eine Merkliste. Wenn Sie dann mehrere Dinge ausgewählt haben, können Sie auch sich sozusagen dann diese von den ausgewählten Angeboten sozusagen von uns ein Programm zusammenstellen. Das heißt, Sie haben zwei Programmpunkte und schreiben uns dann quasi Ihre Daten. Möglichst detailliert, wann wollen Sie kommen, wie viele Personen umfasst die Gruppe. Wichtig, oder wenn Sie besondere Wünsche haben, bitte einfach in der Nachricht hinterlegen.
Und wenn sie uns das dann abschicken, bekommen wir die Nachricht quasi, dass sie sich für eine Gruppenplanung interessieren. Unsere Serviceleistung ist kostenfrei. Das heißt, wir machen im Prinzip das, was ein Reiseveranstalter macht, quasi, aber halt ohne, dass sie damit Kosten haben. Wir sind aber nur Vermittler. Das heißt, wir buchen es für sie und reservieren für sie gerne bei direkt bei den Partnern dann diese Angebote, takten das auch durch. Das heißt, sie haben Tag 1, Start 9 Uhr Stadtführung, 11 Uhr Museumsbesuch, 12:30 Uhr Restaurant etc. Das bekommen sie alles von uns auch schon vorreserviert. Und die Abwicklung dann auch die Abwicklung in finanzieller Natur, auch dann, wenn es um Stornos oder Anpassungen der Optionen geht, das müssten Sie dann leisten. Aber wie gesagt, die Grunddienstleistung kommt dann von uns. Wir haben sehr gute Erfahrungen mittlerweile damit gemacht und sind auch zuversichtlich, dass wir hier quasi auch in Zukunft auch weiter ein gutes Service bieten. In der Vergangenheit hatten wir, also vor Corona, in etwa 1000, 1200 Gruppenanfragen. Mit den also mit dem neuen Tool sind wir mittlerweile nach Corona auch schon wieder bei 900 angelangt. Das heißt, wir wickeln im Jahr circa 900 Gruppenanfragen, unter anderem auch über dieses Gruppentool ab. Und das ist quasi unser Service, den wir Ihnen bieten als Reiseveranstalter, aber auch natürlich unseren Partnern von den Tourismusbetrieben, von der Hotellerie. Wenn Sie quasi in der Landkarte links oben schauen, da haben Sie dann auch noch einen Punkt, der heißt Umkreissuche. Wenn Sie das anklicken, können Sie sozusagen dort, wo Sie hinwollen, sozusagen direkt auch zum Beispiel die Hotels oder die Restaurants oder die Gastronomie, also die Hotels auswählen, anklicken und Sie können das uns auch dann in der Merkliste mitliefern. Vielfach ist es ja so, dass Sie möglicherweise schon Erfahrungen natürlich haben mit Hotels, und dann einfach sagen, das hätte gern ein Vier-Sterne-Hotel, dann brauchen Sie das nicht extra suchen. Aber Sie wüssten dann auch sozusagen, dass das Park-Inn zum Beispiel sehr nahe, stadtnahe liegt oder das Hotel Wolfinger direkt am Hauptplatz. Das sind die Informationen, die Sie dann auch mit dieser Umkreissuche bekommen. Oder das Motel One, weil Sie das jetzt gerade schon angeklickt haben. Wie gesagt, auf die Merkliste setzen, dann steht es auch drauf. Ja, das wär dieses Service, was wir haben. Wie gesagt, die Herangehensweise, die gedruckten Folder sozusagen zu reduzieren oder Kataloge zu reduzieren, hat sich damit eigentlich sehr, sehr gut bewerkstelligen lassen. Wir produzieren jetzt im Prinzip nur mal einen kleinen Infofolder, wo die Webseite sozusagen angeteasert wird und alles andere erklären wir gerne so wie jetzt in einem Webinar oder in einer direkten Beratung, wenn wir im Verkaufsgespräch sind. Genau. Ich hole mir jetzt wieder die Präsentation, glaube weg. Jetzt habe ich ein Problem mit der. Okay. Jetzt kriege ich wieder die. Ja. Also das wäre im Prinzip, ich kriege die Präsentation jetzt nicht her, wieso nicht? Haben Sie die offen oder da ist sie doch? Haben Sie die Präsentation jetzt? Ah, jetzt, ja. Ist das? Noch steht, dass er es lädt. Aha, dann ist. Wir haben leider ein bisschen Verbindungsprobleme offensichtlich. Ja. Wie gesagt,
Die Gruppen, unsere Gruppenseite hat auch dann noch einen Punkt, das wollte ich auch noch ansprechen, nämlich Service für Bus- und Reiseveranstalter. Wir haben auch jetzt nur noch als PDF, einen Busguide. Der Busguide ist ein PDF, das sich der Reiseveranstalter, der Busunternehmer runterladen kann, wo wir quasi einerseits die ganze Anreise nach Linz quasi auch erklären. Es sind alle Parkmöglichkeiten, alle Parkplätze für Busse und alle Stellen, wo Busse abgestellt werden können, verzeichnet. Es sind alle Ein- und Ausstiegsstellen, wenn man die Attraktionen besucht, verzeichnet. Und es gibt eine Reihe von Informationen, die halt der Busunternehmer dann auch oder der Busfahrer dann auch direkt in Linz dann noch benötigen kann. Insofern, also genauso zum Beispiel auch eine Gastronomiesuche, die funktioniert in etwa so wie der Gruppenreiseplaner, nähert sich auch aus den Daten der Tourdata, aber auch die Event-Highlights, die ich vorher schon auch erwähnt hatte, das kommt auch quasi aus der Tourdata-Datenbank. Und wenn jemand sozusagen auch dann auch kurzfristig ein Hotel bucht oder möchte, dann haben wir auch die Möglichkeit, unser Online-Tool, das wir mit Fairhotel betreiben, quasi unsere Destinationsplattform für die Hotelbuchung quasi auch hier auch aufzurufen und anzuschauen. Jo. Ich verstehe nicht, wieso das die Präsentation nicht kommt, aber ich bin jetzt mehr oder weniger jetzt mit dem ersten Teil einmal durch. Wir haben natürlich dann noch auch weitere digitale Lösungen. Ah, jetzt ist doch, glaube ich. Jetzt haben wir was, genau. Okay, jetzt sind wir wieder da. Ich habe das nur aufgemacht. Okay. Okay. Genau, also das wäre jetzt dann nochmal das, was ich gerade gesagt habe, Service für die Busreiseveranstalter und bis Hotel buchen. Ja, der Andreas Nutz wird Ihnen jetzt noch ein bisschen was über die weiteren Digitalisierungsprojekte oder heute halt die digitalen Tools erzählen. Wir sind da mittendrin sozusagen in der Evolution, auch in Zusammenarbeit mit der Stadt Linz. Da gibt es einen Innovationshauptplatz, aber wie gesagt, mehr dazu vom Andreas Nutz. Danke vorerst. Ja, ein herzliches Grüß Gott auch nochmal von meiner Seite. Wenn Sie sich für uns entscheiden und nach Linz kommen, und das kann ich auch nur mehr genau, richtige Seite, danke Marcel, dann bieten wir jede Menge digitale Lösungen. Wie gesagt, ich möchte es nur kurz noch mal zusammenfassen vom Kollegen Stefan. Das wirklich Markante bei uns ist diese Fußläufigkeit, also bis auf Mural Harbour und die Vöslsche Alpine Stahlwelt ist das jetzt alles. Wir sitzen gerade sozusagen in der Mitte. Ich schaue auf die Busparkplätze, also das ist alles absolut in Gehweite und sehr nahe beisammen. Und wir bieten natürlich zeitgemäße digitale Angebote, wenn man die Stadt digital erkunden möchte, gibt es die sogenannte Augmented Reality und die ist in unserer Visit Linz App eingebaut. Also kann, wie auf dem Bild hier die sehen können, kann man dann die ja berühmt kann man also bei uns in Linz berühmte Linzer Torte, die kann man sammeln. Das ist ein Gamification Ansatz, der sehr kurzweilig ist, die Stadt entdecken lässt. Gerade wenn man mit Kindern oft unterwegs ist, macht das gehen viel einfacher und schöner. Und man kann diese Linzer Torten auch noch sammeln und dann auch noch eintauschen, wenn man genug gesammelt hat, kann man dann eine Torte günstiger kaufen oder andere Goodies bei den Partnern reinholen. Sie können dann über die Linz App auch ein Quiz spielen und auch hier ein paar Benefits einheimsen. Also wir sind hier im Jahr 2024 angekommen, eine schöne Möglichkeit, eine digitale für Linz-Aufenthalt ist die Linz-Card, die man digital nutzen kann. Die kann man dann zum Beispiel auch sogar in diese Visit Linz-App reinziehen. Und mit dieser, die hat halt wirklich für
gibt es in ein, zwei, drei Tagesmodellen und man kann mit jeder der Linzcards kann man in alle Museen kostenlos gehen und die Linzlinien kostenlos benutzen. Das ist schon mal der Mega-Benefit. Mit dem Zweitagesticket kann man dann auch noch die Pöstlingbergbahn, also diese wunderschöne alte historische Bahn rauffahren, die schon öfters in Soko Donau oder Soko Linz vorgekommen ist, und den herrlichen Ausblick genießen am Pöstlingberg. Und mit der Dreitageskarte kann man dann sogar, gibt es dann auch sogar noch einen Restaurantgutschein, den man einlösen kann, ist auch sehr beliebt. Und wirklich ein zusätzlicher Benefit, weil man eben so lange in Linz sich aufhält. Und ja, sonst nur, nachdem wir schon eine, wir uns Ihre Aufmerksamkeit schon sehr strapaziert haben und wir uns natürlich sehr freuen, dass Sie noch immer so viele da sind. Stand der Dinge, Digitalisierung, ja, wir natürlich auch. Wir machen, arbeiten hochintensiv an AI-Lösungen, an Chatbots. Wir bekommen jetzt beim Lentos, das der Stefan zuerst gezeigt hat, bekommen wir einen Terminal, dass man auch mit einem riesigen Touchscreen, dass man auch außerhalb der Öffnungszeiten von der Touristinformation, die auch gerade neu gebaut und im Herbst neu eröffnet wird, dass man sich auch hier außerhalb, da kann man auf die Tourdata zugreifen und auf viele Angebote, die bereits hier besprochen worden sind. Wir, nur zur Information allgemein, wir sind eine Smart Tourism Destination von der Europäischen Union. Also in Deutschland und Österreich sind da nur Karlsruhe und Linz haben bei diesem Projekt teilgenommen hier die Digitalisierung vorangetrieben. Wir haben auch es gibt auch noch kleine Lösungen. Also es gibt, wenn man Museum auch Augmented Reality erleben will, gibt es eine ganz grandiose App vom Stadtmuseum Nordico. Also das ist wirklich atemberaubend, was hier geboten worden wird. Und ja, AEC sowieso, also in diesem 8K-Raum, das ist wirklich ein unglaubliches Erlebnis. Also da ist auch praktisch der Boden. Ist eine Leinwand und man ist da so direkt drin, also da sind schon Streifabfahrt ist, kann man da einmal erleben oder es ist sogar schon mal eine neurochirurgische Operation einmal übertragen worden. Also das ist wirklich up to date. Wir haben auch wir sammeln Handydaten, nur zur Info. Also wir sind noch nicht im Obertourismus, jetzt brauchen wir noch keine Besucherstromlenkung oder solches, aber wir sind natürlich auch hier forschend unterwegs. Ja, und nachdem ein paar Probleme beim Darstellen sind, Sie bekommen natürlich gerne diese Präsentation im Nachhinein versendet und falls Sie sich entscheiden oder falls Sie eine Gruppe zusammenbringen, die sich Linz anschauen will, wir zwei freuen uns, wenn Sie noch direkt Kontakt aufnehmen, wenn Sie irgendwelche Digitalisierungsfragen oder sowas haben. Und ja, der Stefan und ich sind echte Linz-Fans und würden uns wirklich freuen und können voller Überzeugung Sie in unsere Stadt einladen. Ist wirklich, wenn man, wie ich in Linz aufgewachsen ist und gesehen hat, wie sich diese Stadt in den letzten 2 Jahrzehnten entwickelt hat, dann ja, kann man das mit Freude sagen. Und ja, ich übergebe wieder an den Stefan oder an Marcel Bojakowski. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wie gesagt, freue mich, wenn Sie noch weitere Fragen haben oder im Nachhinein auch mal Kontakt aufnehmen mit mir oder mit uns. Ja, herzlichen Dank, Andi. Ich habe nicht mehr allzu viel dazu zu sagen. Wie gesagt, eingeblendet war auch noch die Adresse der Touristinformation Linz. Eben, wie gesagt, ich habe es schon gesagt, auch am Hauptplatz. Das wäre ja auch für Sie mit einer Gruppe, wenn Sie Fragen haben, ein zentraler Anlaufpunkt. Sie bekommen dort Stadtpläne, Unterlagen für Ihre Gäste. Wir schicken diese Unterlagen auch gerne, doch jetzt wieder gedruckt, aber die Stadtpläne sind ein begehrtes Gut sozusagen, auch gerne vorab zu. Und sind auch beratend tätig dort. Also wenn Sie Fragen haben zur Stadt, dort sitzen
die absoluten Spezialisten, die sind noch begeisterter wahrscheinlich als wir von Linz und können Ihnen wirklich alle Fragen beantworten. Und auch wenn es Probleme gibt, einmal eine kurzfristige Problemlösung auch für Busreiseveranstalter, das ist auch dort alles kein Problem. Ja, vielen herzlichen Dank. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wenn Sie noch Fragen jetzt haben, bitte gerne, dann beantworten wir die noch. Wir stehen jederzeit natürlich im Nachgang für weitere Informationen zur Verfügung. Wir freuen uns über Buchungen, über Anfragen. Überzeugen Sie sich von unserem Service. Wir haben sehr viel zu bieten. Und ihr habt im Hintergrund ein Backoffice-Team von zwei Personen, die im täglichen Geschäft eben diese zahlreichen Anfragen abwickeln. Auch sehr, sehr fundiert beantworten können, was Sie an Fragen dann direkt zu einzelnen Programmen und so weiter noch haben. Vielen Dank. Ja, ansonsten, wenn jetzt keine Fragen eintrudeln, es besteht natürlich jederzeit wieder die Möglichkeit, noch Fragen im Nachhinein an uns zu schicken und wir würden sie weiterleiten oder direkt einmal an die beiden Kollegen vom Linz Tourismus. Und ansonsten würde ich einfach schon mal sagen und mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die vielen Informationen und Ihren Engagement. Und ja, vielen Dank und erteile Ihnen noch das letzte Wort und ansonsten würden wir uns verabschieden. Wunderbar. Ich bedanke mich auch bei Ihnen nochmal für die Einladung und wünsche der Branche auch alles Gute, dass quasi nach dieser doch großen Durststrecke der letzten 3 Jahre das Ganze sich wieder so entwickelt und alle Unbilden, die jetzt quasi auf uns schon zugekommen sind, wieder in der Zwischenzeit, dass sich das legt. Wie gesagt, für uns ist das Bussegment, das muss ich auch mal ganz klar betonen, ein sehr wichtiges, weil einfach es gehört einfach zum Thema der nachhaltigen Anreise dazu und ist für uns einfach ein wirkliches Asset in der Reisebranche oder in der Reiselandschaft. Ohne das können wir quasi auch als Linz und keine andere Stadt oder keine andere Region kann im Prinzip ohne den Bus auskommen. Absolut. Ja, dann auch Herzlichen vielen Dank. Dank. Wiedersehen. Dankeschön. Tschüss. Wiederschauen. Servus, schönen Tag. Danke. Tschüss. Danke für die Aufmerksamkeit.